Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 3:30 am letzten Sitzungstag, die meisten Kollegen mental schon in den Osterferien. Das ist der richtige Zeitpunkt, um über so wichtige Themen zu sprechen. Oder wie es im Antrag heißt, den größten und tiefgreifendsten Veränderungshorizont seit der Industrialisierung. Schön formuliert und natürlich auch richtig, aber meine Damen und Herren, Sie regieren jetzt schon eine Weile und wir brauchen Taten und keine wohlklingenden Grundsatzpapiere. Und da haben Frau Kappmann und Herr Bolte-Richter durchaus recht, da liefern Sie auf 6 Seiten nichts. Und wo Sie liefern, da geht es um Randbereiche. Nehmen wir die digitale Verwaltung. Ich würde es auch sehr gerne sehen, wenn das Online-Angebot meiner Heimatstadt nicht auf herunterladbare PDFs begrenzt wäre und ich dann hinterher diese höchst analog selbst zur Behörde tragen müsste. Aber es ist eher ein Nebenkriegsschauplatz. Im Bildungsbereich, da wird mir der Kollege Seifen recht geben, verfallen Sie dem Irrglauben, dass es ausreicht, eine Megabit-Leitung in jedes Klassenzimmer zu legen und dann würde das schon irgendwie klappen. Digitale Tonnenideologie. Und sicher, unsere Schulen dürfen sich der technischen Entwicklung nicht verschließen. Aber die haben auch ganz andere Probleme. Seit Jahren sinkt das Unterrichtsniveau und rot-grüne Ideologen vornehmlich überfrachten die Schulen mit immer neuen Idiotien. Meine Damen und Herren, wer einen geraden Satz nicht in sein Heft schreiben kann, der kann ihn auch nicht auf sein Tablet schreiben. Wer schon auf dem analogen Arbeitsmarkt nicht bestehen kann, weil er einfache Kulturtechniken nicht beherrscht, wird es in der digitalen Welt erst recht nicht schaffen. Ähnlich weltfremd ist der Ansatz in der Energiepolitik. Da sollen jetzt smarte Netze her, das ist auch nicht neu, hört sich toll an, funktioniert aber nicht. Die Leute schalten den Herd an, wenn sie etwas essen wollen, und sie schalten das Licht an, wenn es dunkel ist und nicht, wenn die Windräder gerade besonders viel Strom produzieren. Dass Sie diesen energiepolitischen Ladenhüter jetzt noch mal aufwärmen, wirft eher ein trauriges Licht auf Ihre Fachkompetenz. Im Verkehrsbereich immerhin finden sich ein paar gute Ansätze, wenn auch wenig Konkretes. Wenn Sie zum Beispiel sogenannte Ridesharing-Dienste begrüßen, dann wäre es an der Zeit, einen vernünftigen Rechtsrahmen für diese, beispielsweise Uber, zu schaffen, anstatt das Taximonopol fortzusetzen. Und natürlich brauchen wir für Mobilität erst einmal eine tragfähige Verkehrsinfrastruktur. Es ist ja schön, dass mein Navi alle Baustellen und Staus in Echtzeit meldet, aber was nützt mir die Info, wenn die Ausweichstrecken genauso belegt sind? Meine Damen und Herren, dieses Papier ist zu diesem Zeitpunkt eine echte Enttäuschung. Es enthält nichts Konkretes und setzt völlig falsche Schwerpunkte. Von einer sogenannten bürgerlichen Regierung hätten wir zumindest erwartet, dass sie einsieht, dass der Staat die Digitalisierung nicht gestalten, sondern ermöglichen muss. Ein Zeichen von Stärke ist das nicht, Herr Braun. Keine Erfindung der Menschheitsgeschichte ist je in einem Parlament oder in einem Ministerium erdacht worden. Zumindest keine gute. Auch die Industrialisierung war nichts, was aus Förderprogrammen und Enquete-Kommissionen erwuchs. Es gab kluge Staatenlenker, die haben sie ermöglicht und gefördert und ihre Länder zu neuem Wohlstand geführt. Und dann gab es die weniger klugen, die haben gezaudert, gebremst und verhindert und ihre Bürger so der Verarmung preisgegeben. Meine Damen und Herren Antragsteller, wenn das alles ist, was Sie hier anzubieten haben, klein, klein und schöne Worte, dann werden Sie wohl Ihre Verantwortung für den wirtschaftlichen Abstieg unseres Landes tragen müssen. Das ist bedauerlich, denn wir sind gerne bereit, konstruktiv mitzuarbeiten an digitalen Wandel und stimmen einer Überweisung natürlich zu.